Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Journey. Ja Freunde, wir sind jetzt zum ersten Spieltag angekommen. Wir haben jetzt die Vorbereitung hinter uns. Ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gewesen, finde ich. Auch wenn wir nichts getroffen haben, also nicht getroffen haben oder nicht so auffällig waren. Ich würde sagen, wir labern nicht wieder viel rum und starten direkt das erste Spiel gegen FC Liverpool. Und bin mal gespannt, wie es jetzt sein wird. Los geht's. Stimmt dein Name, mon petit? Kannst du nicht glauben, dass ihre Namen da draufstehen, ne? Okay, Leute! Ihr wisst sicher, wie wichtig ein erfolgreicher Start ist. Gebt alles, was ihr könnt. Arbeitet miteinander und die Torchancen kommen. Die Aufstellung des Teams kennt ihr. Walker, du gehst voran. Hunter und die anderen Ersatzspieler halten sich bereit. Ihr seid hier nicht in den Ferien. Legt los und zeigt den Fans, was wir können, okay? Locker bleiben, wollen wir uns den Sieg und machen ein Tor für euch. Aber mal locker bleiben. Schön locker bleiben, Mann. Krass, der hat einen Korb bekommen, weil kein Cody kriegt. Los jetzt! Los jetzt! Wir sind dran, Jungs! Die Startelf in den Tunnel! Ersatzspieler auf die Bank! Ein bisschen blöd finde ich das schon. Normalerweise setzt sogar Pep rein, aber dann ist jetzt dieser Ratzkopf da gekommen. Auf jeden Fall dieser Bernard, der ja am Anfang uns an die Schulter geklopft hat. Der sieht ein bisschen ähnlich aus wie dieser Rechtsverteidiger von Liverpool damals. Ich habe seinen Namen vergessen. War auf jeden Fall englischer Nationalspieler gewesen. So, wir sind wieder auf der linken Außenbahn. Ich glaube, ich spiele wieder selber. Und diesmal haben wir echt eine ordentliche Aufstellung da. Nur De Bruyne, finde ich, sollte nicht da spielen. Aber blöd, warum kann ich die Aufstellung nicht... De Bruyne muss mit Silva tauschen. Und Walker ist einfach grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, welche Wertung ich habe. Aber egal. Komm, spielen wir alleine. Wir spielen alleine. So, los geht's, Freunde. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Geile Kulisse, ja. Walker hat ein Tor geschossen. Ja, jetzt sei es das bestimmt. Ja, ich hab's gewusst.
reinholen. Achso, aufwärmen. Ja, ja, Tore. Hunter, aufwärmen. Alexander macht sich hier warm. Sieht so aus, als käme er gleich ein. Wohlführung. Wer bist du? Jawohl, und hört nur das ab. Die Fans begrüßen ihn schon mal auf ihre ganz eigene Art. Das ist eine ähnliche Art. Die Fans ganz schnell ruhig sein. Der Trainer will dich hinter der Viererkette. Die Innenverteidiger schwächeln. Komm übers Tempo. Geh dahinter, okay? Ich will rein. Ist ein Spiel wie jetzt. Bist du bereit? Ich will rein. Ich will einfach nur spielen. Dein Mut gefällt mir. Denk an unsere Worte. Disziplin, okay? Eindruck in den Bord, holt ihr das Führungstor, bricht den Bann. Ändern Sie noch mal was. Bislang unentschieden. Aber Gareth Walker. Vielleicht bringt die Einwechslung von Hunter ja doch noch was. So, wo sind wir? Da sind wir. Ein Blick hier auf den Ballbesitz. Und da sehen wir sehr ausgeglichene Zahlen. Ball bei David Silva. Okay, ich bin jetzt viel zu weit weg von meiner Position. Und jetzt mal Kevin De Bruyne. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Lucas Leiva jetzt. Manchester City mit dem Ballgewinn. Gündoğan. Verstehe ich nicht, ja. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gefährliche Flanke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Boah, Mann, ey. Ja, der stand da im Weg. Macht er ihn. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ecke für Manchester City. Coutinho. Schieß! Gute Gelegenheit! Nein! Mann! Jetzt die Gelegenheit! Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Scheiße, da ist einer vorbei. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Da verlieren sie den Ball. Klischee. Alex Hunter. Spiel doch! Es gibt's gefährlich. Doch nicht. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Klasse Technik. Hä? Der hatte doch gar keinen Ball gehabt. Hä? Noch eine Karte? Kurz vor Schluss gibt's noch einen Freistoß. Was ist das denn für ein unfaires Spiel? Das gibt Gelb gegen Hunter. Boah. 8 Minuten jetzt noch. Fast weg wäre er. Das könnte die Chance werden. Daniel Sturridge. Das könnte eine spielentscheidende Szene werden. Oh, laufe ich ja. Eckstoß. Ich denke mal, ich werde selber das Team. Ja, toll, hast toll gemacht. Er hat zwei Ecke bekommen. Ey. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und er bewahrt sie hier vor dem Rücken. Scheiße, da, der war frei. Versuch's mit dem Kopf. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Klischee. Und David Silva. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Stark von Sabaleta, geht hier dazwischen. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft.
Vielleicht geht was über De Bruyne. Die Defensive steht. Und Coutinho. Da passt er auf. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Ja, ja. Lauf. Oha, Alter, was ist das für ein Steilpass, ey. Viel zu weit. Aber kriegt er immer noch. Er passt ihn auf den Flügel. Gutes Tackling. Ja, wow. Alexander jetzt. Schussversuch. Normalerweise macht er den doch, oder Bushi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Das Ding hier muss noch nicht durch sein. Es gibt einige Minuten oben drauf. Entsprechend werden auch die Fans noch mal wach. Natürlich rechnen sich die Fans hier jetzt noch mal was aus. Natürlich so, Spiel. Können sie das Ding hier gewinnen. Spiel nach vorne. Ganz stark gelöst. Er hat den Ball. Ja, da hat er klasse aufgepasst. Nein! Das könnte gefährlich werden. Nein. Und jetzt der war doch nicht im Abseits. Ganz knapp im ich bin noch einen Schritt zurückgegangen. Nein. Richtig gute Chance genommen. Ey, Mann. Und das wäre eine klappt immer nicht alles, was ich will. Gewesen, aber es war wohl knapp Abseits. Boah, ich habe bis jetzt noch keine Balleroberung gehabt, ja? Bis jetzt noch gar keine Balleroberung. Scheiße, jetzt könnte es gefährlich werden. Zeit ist um. Nun Coutinho. Gefährliche Flanke. Und abgefangen vom Verteidiger. Diese ist doch kein Pass, das ist ein Scheißpass. Abwehr hat aufgepasst. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Greif doch an. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Oh, ich hab wieder Gegner. Jetzt Yaya Touré. Was ist das? Klasse gespielt, guter Schuss. Rein damit. Jawohl. Geht er rein. Jetzt Hunter. Kevin, De Bruyne. Und Tor. Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner. Was ist das für ein Jubel, ey? Fast reingemacht, ey. Da kämen wieder irgendwelche Leute. Ach, haben wir gewonnen. Schauen wir nochmal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Auf jeden Fall. Hauptsache, wir haben gewonnen. Schade, ich hätte ihn fast bekommen. Ich hätte mich nicht gewundert. Da war meine erste Chance. Ich glaube, ich hatte zwei Chancen oder drei Chancen gehabt. Ja, diese gelbe Karte war so unnötig, aber egal. Ja, Mann, Hauptsache haben wir gewonnen. Klasse Übersicht bei den Steilpässen. Sei vorsichtiger bei der Defense-Arbeit. Sonst riskierst du die nächste Karte. Gute Szene, vielleicht geht der Ball beim nächsten Mal aufs Tor. Den Pass nach vorne. Deine Pässe sind vorne exzellent, okay. Ja gut, Wertung aber leider nicht bekommen. Aber wir haben das Spiel gewonnen, ne? Gewinnt das Spiel, genau. So, wir haben gewonnen. Tabelle habe ich jetzt nicht gesehen, aber. Ein sehr emotionsgeladener Tag für Sie, Alex. Haben Sie einen Kommentar zum heutigen Debüt mit Ihrem Kindheitsfreund Gareth Walker? Sein Verhältnis zu den Fans und zum Trainer. Okay, Freunde, ich habe keine Lust, das jetzt zu lesen. Wer interessiert, kann gerne auf Pause drücken.
Das hatten wir uns anders vorgestellt. Das war ein besonderer Moment. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das war ein besonderer Moment. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Daran habe ich wirklich gar nicht gedacht, aber die Emotionen dürfen den Blick auf solche Chancen nicht verstellen. Wenn man sich zu sehr auf Gedanken oder Erinnerungen fokussiert, verpasst man am Ende einfach seine Chance. Als Topspieler muss man sowas einfach aus dem Kopf verbannen. Ja, aber... Heute also die gelbe Karte, Alex. Was halten Sie von der Timing-Fehler. Beim Check. Da muss man nicht zu Boden gehen. Ja. Achso, mache ich irgendwas falsch, oder was? Also, ich glaube nicht, dass ich zu Boden gegangen wäre. Manche Spieler fallen halt ziemlich leicht, ist nichts Neues. Aber so spielen einige eben. Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Das machen wir. Ja. Meine Spielweise ist es immer, den Sieg für die Mannschaft zu holen. Wieder, ja, und dabei so habe ich schon in der Jugend und in der Akademie gespielt. Heute auch wieder. Ja, und dabei ist ja der Sieg rausgesprungen. Freut mich, dass der Boss mein Potenzial erkannt hat. Ja, Freunde. Danke, Alex. Ein paar provokante Aussagen, aber egal. So, Spielbelohnung. Was haben wir gemacht? 26.000 Pound. Okay. Also wir müssen einiges noch tun, damit wir zum nächsten Rating kommen. Ja, gehen wir mal weiter. Und mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Ich denke bestimmt wieder Training oder so. Training. Ich muss ganz kurz was gucken, Freunde. Ja. Ich würde sagen, das Training machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zusehen bis hierhin. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und ja, Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Journey. Ich bin back. Bis dann, euer Khalid und ciao.